Es ist der 7. Dezember 1941, 7.55 Uhr am Morgen. Die erste von zwei Wellen japanischer Marineflugzeuge, die von sechs Flugzeugträgern gestartet waren, greifen Pearl Harbor an und erwischen die amerikanischen Streitkräfte völlig unvorbereitet. Während des Angriffs verliert Japan nur 29 Flugzeuge, es werden jedoch 2400 amerikanische Soldaten und Matrosen getötet und 1200 verwundet. Über die Hälfte der amerikanischen Militärflugzeuge werden beschädigt oder zerstört, fast alle davon waren zu dem Zeitpunkt am Boden. Einen Tag später, am 8. Dezember, startet Japan die Invasion der Philippinen und die Armeen der USA und die der Philippinen müssen im Mai 1942 kapitulieren. Mehr als zwei Jahre später, im Oktober 1944, beginnen amerikanische Streitkräfte mit der Rückeroberung der Philippinen aus der Gewalt der japanischen Truppen. Diese werden von einem Militärgouverneur angeführt, dessen Einheiten sowohl dort als auch auf der malaiischen Halbinsel von Singapur unsägliche Gräueltaten begangen haben. Sein Name ist Tomoyuki Yamashita. Tomoyuki Yamashita wurde am 8. November 1885 als zweiter Sohn eines örtlichen Arztes in einem Dorf namens Osugi auf der Insel Shikoku geboren. Mit 20 Jahren, im November 1905, schloss Yamashita die 18. Klasse der Kaiserlichen Japanischen Militärakademie ab. Er belegte den 16. Platz von 920 Kadetten. Der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914. Während des Krieges kämpfte Yamashita im chinesischen Shandong gegen das Deutsche Reich und wurde 1916 zum Hauptmann befördert. Im selben Jahr heiratete er die Tochter eines Generals im Ruhestand und wurde Experte für Deutschland, der von 1919 bis 1922 als stellvertretender Militärattaché in Berlin und Bern tätig war. Er kehrte schließlich nach Japan zurück, fiel jedoch aufgrund von seiner Verwicklung in politische Fraktionen innerhalb des japanischen Militärs in Ungnade und wurde schließlich von 1927 bis 1930 Militärattaché zu Wien in Österreich. Nach einem Putschversuch in Japan am 26. Februar 1936, bei dem eine Gruppe junger Offiziere der Kaiserlichen Armee in Japan versuchte, die Regierung und die Militärführung von ihren Rivalen und ideologischen Gegnern zu säubern, fiel Yamashita in Ungnade, weil er sich beim Kaiser Hirohito dafür eingesetzt hatte, bei den beteiligten Offizieren Milde walten zu lassen. So wurde er auf einen Posten nach Korea versetzt. Ein Jahr später, 1937, wurde er zum Generalleutnant befördert. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Japan im Krieg mit China. Die territoriale Ausweitung Japans begann 1931 mit der Invasion in der Mandschurei und wurde 1937 mit einem brutalen Angriff auf China fortgesetzt. Yamashita beharrte darauf, den Konflikt mit China umgehend zu beenden und auch die Beziehungen mit den USA und Großbritannien friedlich zu halten, doch er wurde ignoriert und auf einen unwichtigen Posten versetzt. Zwischen 1938 und 1940 wurde Yamashita das Kommando über die Infanteriedivision übertragen, die in Nordchina gegen Aufständische kämpfte, die sich der japanischen Besatzungsarmee entgegensetzten. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939, als Nazi-Deutschland Polen überfiel. Am 27. September 1940 unterzeichnet Japan den Dreierpakt mit Deutschland und Italien und trat damit dem als sogenannte Achse bekannten Militärbündnis bei. Im Dezember 1940 wurde Yamashita sechs Monate für eine geheime Militärmission nach Deutschland und Italien geschickt. Einige Wochen nachdem er in Deutschland ankam, wurde er Adolf Hitler vorgestellt. Während Hitler die japanische Armee dazu drängen wollte, den USA und Großbritannien ebenfalls den Krieg zu erklären, fürchtete Yamashita den Zorn Russlands und die steigenden Kosten von Japans Krieg in China. Anstatt Hitlers Forderungen nachzukommen, hatte er Hoffnungen, deutsche Militärtechnik begutachten zu können, um Japans eigene Kriegsaussichten zu verbessern. Yamashita war nach dieser Begegnung enttäuscht von Adolf Hitler, dem sogenannten Führer. Er äußerte seinem Stab gegenüber: „Er kann ein großartiger Redner sein, wenn er auf einer Bühne steht, aber zuhörend hinter seinem Schreibtisch sieht er viel eher aus wie ein Sekretär." Am 6. November 1941 übergab man Yamashita die Befehlsgewalt über die 25. Armee, mit der er am 8. Dezember eine Invasion der malaiischen Halbinsel von Stützpunkten in Französisch-Indochina ausstartete.
Da die japanische Gruppenstärke nur ein Drittel der britischen Streitkräfte auf der Malaienhalbinsel und Singapur war, bemerkte Yamashita, dass nur ein treibender Angriff den Sieg dort sichern könne. Der Plan war, die malaiische Halbinsel und Singapur in sehr kurzer Zeit zu erobern, um den zahlenmäßigen Nachteil auszugleichen und potenzielle Verluste eines langen Kampfgeschehens zu minimieren. Die japanische Invasion der malaiischen Halbinsel endete mit dem Fall von Singapur am 15. Februar 1942, bei dem 30.000 japanische Frontsoldaten 80.000 britische, indische und australische Soldaten gefangen nahmen. Die größte Kapitulation einer britisch geführten Armee in der Geschichte. Yamashita wurde nach diesem Sieg als der Tiger von Malaya bekannt. Der britische Premierminister Winston Churchill nannte diese schmachvolle Niederlage die schwerste Katastrophe und größte Kapitulation der britischen Militärgeschichte. Die Offensive und die darauffolgende japanische Besatzung von Singapur waren begleitet von Kriegsverbrechen gegen die gefangenen alliierten Soldaten und Zivilisten. Eines dieser Massaker ereignete sich im Alexandra British Military Hospital in Singapur, als die Japaner am 14. Februar 1942 gegen 1 Uhr mittags die gegnerische Linie durchbrachen und sich dem Krankenhaus näherten, welches sich zwischen den vorrückenden japanischen und den sich im Rückzug befindlichen britischen Truppen befand. Ein britischer Leutnant, der sich als Gesandter mit weißer Flagge den japanischen Truppen näherte, wurde umgehend von einem Bajonett getötet. Nachdem die japanischen Einheiten das Krankenhaus betraten, ermordeten sie bis zu 50 Soldaten, manche von ihnen wurden gerade operiert. Auch bei Ärzten und Krankenschwestern machten sie nicht Halt. Am nächsten Tag wurde 400 Angestellten und Patienten des Krankenhauses, die am vorherigen Tag gefangen genommen wurden, befohlen, 400 Meter in ein nahes Industriegebiet zu gehen. Diejenigen, die auf dem Weg fielen, wurden umgehend mit dem Bajonett getötet. Die Männer wurden in winzige, stickige Räume getrieben, in denen sie über Nacht bleiben mussten. Einige starben schon in der Nacht an den Folgen der Misshandlungen und die übrigen wurden am nächsten Morgen ermordet, ebenfalls mit Bajonetten. Man konnte nach dem Krieg einige Überlebende dieses Massakers ausfindig machen, sie alle überlebten, indem sie sich totstellten. Ein weiteres Massaker fand am 18. Februar 1942 statt, 4 Tage nachdem die japanischen Truppen offiziell Singapur erobert hatten. Die kaiserliche japanische Armee begann dort mit Hilfe der Kempei Tai, der japanischen Geheimpolizei, einen Genozid an der chinesischen Bevölkerung. Dieser Völkermord wurde bekannt als Sok Ching Massaker. Auf Chinesisch bedeutet Sok Ching Elimination durch Säuberung. Die sogenannte Säuberung, die nur 2 Tage dauern sollte, aber auf über eine Woche ausgedehnt wurde, endete schließlich am 4. März. Experten schätzen, dass 10-20% der gesamten chinesischen Bevölkerung von Singapur diesem Massenmord zum Opfer fielen, was eine verheerende Katastrophe für die Gesamtbevölkerung darstellte. Die Zahl der Todesopfer reicht von 25.000 bis 50.000 Menschen. Diese Gräueltaten wurden von Soldaten unter Yamashitas Kommando begangen. Am 17. Juli 1942 wurde er von Singapur in das weit entfernte Manchukuo versetzt, das zwischen 1932 bis 1945 ein Marionettenstaat des japanischen Kaiserreichs in der Mandschurei war. Ihm wurde ein Posten als Kommandeur der 1. Gebietsarmee gegeben und damit war er praktisch außer Gefecht gesetzt für den größten Teil des Pazifikkrieges. Man vermutet, dass General Hideki Tojo, der damals Premierminister war, für diese Verbannung verantwortlich war. Auslöser war ein Ausrutscher, den er bei einer Rede Anfang 1942 hatte, wo er vor singapurischen Zivilisten sprach und diese als Bürger des japanischen Kaiserreichs bezeichnete. Dies wurde als Demütigung für die japanische Regierung aufgefasst, die der Bevölkerung besetzter Gebiete nicht die Rechte japanischer Staatsbürger zusprach. Dennoch wurde Yamashita im Februar 1943 zum General befördert. Manche haben vermutet, dass er in die Mandschurei geschickt wurde, um einen Angriff auf die Sowjetunion vorzubereiten, falls Stalingrad an Deutschland falle. Das ist jedoch nie passiert. Am 26. September 1944, als der Kriegszustand für Japan immer kritischer wurde, wurde Yamashita von der neuen japanischen Regierung nach dem Fall von Hideki Tojo und seines Kabinetts aus seinem erzwungenen Exil in China befreit. Er übernahm am 10. Oktober das Kommando der 14. Gebietsarmee, um die besetzten Philippinen zu verteidigen. Er befehligte ungefähr 262.000 Soldaten in 3 Verteidigungseinheiten.
Er versuchte, seine Armee neu aufzubauen, doch er war gezwungen, sich aus Manila, der Hauptstadt der Philippinen, in die Berge zurückzuziehen. Yamashita befahl allen Truppen, außer denen, die die Sicherheit aufrechterhalten sollten, die Stadt zu räumen. Bald folgte ein weiteres Massaker. Am 14. Dezember 1944 brachten Einheiten der japanischen 14. Gebietsarmee unter dem Kommando von General Yamashita in der Nähe der Stadt Puerto Princesa in der philippinischen Provinz Palawan Kriegsgefangene in ihr eigenes Lager, um deren Befreiung durch die sich nähernden Alliierten zu verhindern. Nach einem Luftalarm, bei dem sie die Gefangenen in Schutzgräben trieben, wurden diese 150 Gefangenen dort von den japanischen Soldaten mithilfe von fässerweise Benzin angezündet. Kriegsgefangene, die versuchten, den Flammen zu entkommen, wurden mit Maschinengewehren niedergeschossen. Einige versuchten sich zu retten, indem sie über eine Klippe kletterten. Sie wurden später gejagt und ermordet. Nur 11 Männer konnten dem Massaker entfliehen, 139 wurden getötet. Diese Gräueltat wurde als das Palawan-Massaker bekannt. Obwohl er die meisten Soldaten evakuieren ließ, ließ Yamashita, der auch Generalgouverneur und Militärgouverneur der Philippinen war, Manila nicht zur offenen Stadt erklären. Wenn ein Militärkommandeur oder ein politischer Anführer etwas formal zur offenen Stadt erklärt, dann bedeutet das, dass das verteidigende Militär diese Stadt im Kampf nicht verteidigen wird und die siegreichen Streitkräfte ohne Widerstand die Stadt betreten können. Diese Erklärung einer offenen Stadt bedeutet auch, dass das Leben von Zivilisten verschont wird und keine Gebäude zerstört werden. Während der Evakuierung von Yamashitas Soldaten besetzte der japanische Konteradmiral Sanji Iwabuchi mit 16.000 Matrosen Manila erneut, mit der Absicht, alle Hafenanlagen und Lagerhäuser der Marine zu zerstören. Nach seiner Ankunft übernahm Iwabuchi das Kommando über alle 3.750 verbleibenden Sicherheitssoldaten und verwandelte die Stadt entgegen Yamashitas Anweisungen in ein offenes Schlachtfeld. Die Schlacht und die japanischen Grausamkeiten führten zum Tod von mehr als 100.000 philippinischen Zivilisten. Dies wurde als das Manila-Massaker bekannt, dessen heftige Straßenkämpfe zwischen dem 4. Februar und dem 3. März 1945 wüteten. Yamashita schaffte es, einen Teil von Luzon, der größten und bevölkerungsreichsten Insel der Philippinen, auf der auch die Hauptstadt Manila lag, zu halten, bis nach der formellen Kapitulation von Japan im August 1945. Als er sich ergab, waren seine Truppen durch den Mangel an Nachschub und den harten Feldzug von Teilen der vereinten amerikanischen und philippinischen Soldaten, einschließlich der anerkannten Guerillas, auf unter 50.000 Mann geschrumpft. Die Gerechtigkeit fand schließlich auch Yamashita, als zwischen dem 29. Oktober und dem 7. Dezember 1945 ein amerikanisches Militärgericht in Manila ihn wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Manila-Massaker und zahlreiche Gräueltaten auf den Philippinen gegen Zivilisten und Kriegsgefangene anklagte. Yamashita stritt ab, über die Verbrechen, die von seinen Soldaten verübt worden waren, Bescheid gewusst zu haben und behauptete, dass er sie streng bestraft hätte, hätte er nur davon gewusst. Des Weiteren argumentierte er, dass bei einer Armee mit der Größe wie der, die er befehligte, es unmöglich sei, alle Handlungen seiner Untergebenen kontrollieren zu können. Daher sagte er, habe er das Gefühl, dass, was ihm wirklich vorgeworfen wurde, sei, den Krieg verloren zu haben. Beweise dafür, dass Yamashita nicht die oberste Befehlsverantwortung für alle Militäreinheiten auf den Philippinen hatte, wurden jedoch vor dem Gericht nicht zugelassen, das Yamashita im Sinne der Anklage für schuldig befand und ihn zum Tode verurteilte. Nach einem Beschluss des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von Amerika wurde ein Gnadengesuch an Präsident Harry S. Truman gerichtet, der es jedoch ablehnte, einzugreifen. Tomoyuki Yamashita war 60 Jahre alt, als er am 23. Februar 1946 in Los Baños Gefangenenlager, 30 Meilen südlich von Manila, erhängt wurde. Der Gerichtsspruch gegen Yamashita wurde zu einem Präzedenzfall, der Befehlsverantwortung oder Yamashita-Standard genannt wird, in dem ein Befehlshaber für die Verbrechen seiner Truppen verantwortlich gemacht werden kann, auch wenn er sie nicht angeordnet hat oder nicht dabei war, um sie zu erlauben oder vielleicht sogar gar nicht Bescheid wusste und keine Möglichkeit hat, diese zu stoppen. Für Tomoyuki Yamashita wurden keine Tränen vergossen.
Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.